Und alles auf Anfang. Revolutions. Schnauze jetzt. Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Und wir befinden uns heute bei Call of Duty Black Ops 2 beim Map-Rundgang des ersten DLCs Revolution. Viele haben es sich von euch gewünscht. Und auf den Wunsch bin ich natürlich eingegangen. Also, es gibt einen Map-Rundgang. Ich zeige euch also jetzt hier die vier Maps, beziehungsweise, ja, ist mein erster Eindruck. Ich habe das DLC jetzt gerade runtergeladen. Ihr werdet das Video wahrscheinlich verzögert sehen. Ich nehme das Ganze jetzt hier auf am Donnerstag, dem 28. um 14.10 Uhr. Ihr werdet es wahrscheinlich erst nächste Woche Dienstag sehen. Naja, ist ja vom Prinzip her auch egal. So, also, die neuen Maps. Ich weiß jetzt nicht ganz so viel. Downhill Mirage, Hydro und Grind. Wilder Skater, naja, das lesen wir dann. Also, Downhill, luxuriöses, leckt mich am Arsch, Chiresort in den französischen Alpen, na, das ist ja schon super. Vielseitige Konfrontation auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Und das ist die erste Map, die wir uns anschauen werden. Und ja, da gucken wir mal, wieso die Eindrücke sind. Was ist das bitte für eine Musik? Französisch kann ich nicht, deswegen Runde Alps. Was will ich? Lass mich doch in Ruhe. So, ja, Klassen habe ich hier im Privaten nicht. Ich laufe mir mit einer kleineren Waffe rum. Okay. Hier also der Spawn. Und da vorne sehe ich doch schon die Gondeln. Dann haut mal rein, es geht okay. Los. Okay, wenn auf dem Schnee läuft die Geräusche. Was haben wir hier für ein Ding? Kann man da rein? Nee. Okay, der hier ist an. Kann man da oben drauf? Nee. Auch von hinten nicht? Nee. So. Und dann, ja, was haben wir hier? Haus. Na sicher. Warum nicht? Warum nicht? Die MPs sind ja auch so schlecht hier, ne? Passiert da was, wenn ich jetzt gerade mal... Nö, Ausrüstung. Okay, das hier. Ah, okay, die Schier bewegen. Das ist cool. Kam mir der Schier entgegen. Okay, aber hier passiert nichts. So, dann gehen wir mal hier links weiter. Erinnert mich gerade ein bisschen an Outpost von MW3. Erste Schneemap übrigens in Black Ops 2. Aber der Baumstamm, das ist doch eigentlich auch das... Guck doch mal. Das ist ja eigentlich, ne? Und so. Wir haben hier anscheinend viele Plätze zum Headglitchen. Sind wir jetzt hier schon im Gegner spawnen? Dann gehen wir gleich in die Mitte. Erstmal außen rum. Wie sich das gehört. Oh, Schneemann. Schneemann, Schneemann. Aber er bleibt natürlich ganz. Ach, eine Militärwaffe, das kann einem Schneemann nichts. Was haben wir Schönes? Entschuldigung. Das unkaputtbare Glas. Was? Was denn das bitte? Ein Mäcki oder was? Können wir die Reihe hier wegschießen? Ja, nur ein paar. Die Vase geht auch nicht kaputt. Okay. Ups! So. Und hier noch ein Snowboard. Ich fahre übrigens auch selber Ski, nur um das mal gerade so noch zu erwähnen. So, und wenn wir jetzt hier rumgeht, hier gibt es nicht so viel, ne? Na gut. So, dann gehen wir mal weiter außen rum. Skistöcke. Okay. Attention Virus. Network down.
cool. Schöne Details hier. Okay, das Haus hier scheint komplex zu sein. Wollte gerade sagen, die halten doch an, dann gehen die eigentlich... Die gehen doch auf. Wie logisch das vor allem ist. Hier überall System down, aber die Gondeln gehen noch. Wow. Okay, das ist cool. Und hier kann man drauf... Ach du Scheiße. Das wird doch hier Trickshot Place Number One. Okay. Aber das Haus... Sinnlose Ecke. Das Haus scheint mir sehr komplex, aber kommt man hier nicht noch irgendwie hoch? Wirklich nur eine Ebene? Ah, das hier finde ich trotzdem cool gemacht. Schöne Details. Was ist hier drin? Ja, natürlich. Ah, okay, hier kann es halt von hinten weggeholt werden. Da drüben ist jetzt nicht ganz so viel. Was ist jetzt hier? Auch nichts weiter. Wah! Natürlich. Wo spawn ich hier, bitteschön? Achso, okay, wieder in dem Laden. Und hier geht's wieder raus. Okay, die Map scheint mir irgendwie nicht groß. Geht's da nur mir so? Okay, hier geht's da wieder rum. Und hier... Oh, auch Skilifte. Was ist das? Ein Sechser? Aber nicht beheizt. Der bewegt sich ein bisschen. Darauf achten sie, ne? Die Geräusche schön dazu. Finde ich gut. Also man hat das hier schon sehr getreu gemacht mit dem Skigebiet. Auch das mit den Gondeln. Finde ich echt cool. Ein bisschen was Interaktives. Auch dass die Skier da reingesteckt werden. Das ist auch wirklich so. Hallo, aufmachen. Genau. Unkaputtbare Gondel. Gut. So viel also zu dieser Map. Und hier kann man jetzt runterfallen, oder was? Anscheinend ja. Okay. So viel dann erstmal zu dieser Map. Und das war jetzt Downhill, oder? Müsste, ne? Abschluss bestätigt Downhill, genau. Gut. Also, wenn ich jetzt so über die Map ein bisschen was sagen müsste. Ja, also ist auf jeden Fall recht detailgetreu, wie sich dann halt die Spieler online verhalten. Da wird es natürlich von abhängen. Aber so ist die eigentlich ganz so lustig. So, Mirage. Dann gucken wir uns das mal an. Mal schauen, was die Map mit sich bringt. Wüste Gobi, China. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Dann gucken wir uns das doch mal an. So. Sie werden uns fürchten. Hier kommt man natürlich nicht drüber. Hat der Sand irgendwelche Effekte? Ein bisschen. Warum brutzelt das, wenn ich hier so schieße? Okay, hier nicht. Highly Animated Texture Packs. Kommt hier drauf? Ja. Okay, bringt mir nicht viel. Blumen. Bringt mir auch nicht viel. So. Hier im Bus. Das ist Neckermann-Reisen. So. Da ist noch ein Bus. Warum sind hier so viele Busse? Was steht hier? Out of service. Sag bloß. Das ist bestimmt der Bus von Transit. Vom Zombie-Modus. So, wir gehen jetzt mal außen rum. Hier kommt man nicht lang. Der ist auch out of service. Aber hier können wir rein. Hier können wir rein und... Ah, ich verstehe den Hintergrund. Ja. Also die denken sich schon was bei dem Map-Design. Aber hier ist eigentlich... Ja, man ist hier von hinten zu offen. Das finde ich eigentlich ganz gut bei diesen ganzen... Ja, eigentlich Camper-Spots.
Die sind von hinten recht offen. Zweideutig. Oh Gott. Ja, ja, der niveaulose Jugendhumor kommt nachher. Kann ich es kaputt machen? Natürlich. So, das Auto hier. Da steht frischer Fisch mit Stäbchen aus Weizen mit Nudeln. Ja, klasse. Herzlichen Glückwunsch. Bestimmt Essensservice. Hier. Fisch, Brot und Nudeln, ne? Ja. So, kommen wir hier rein. Ja. War mir klar. Hauptsache hier gibt's keine Treppe drin. Nee, was da? Okay, ich dachte schon. Ja, also hier ist auf jeden Fall sauber. Ein bisschen Sand ist halt ein bisschen abgestanden hier. Etwas Staub auf dem Regal, aber sonst geht das. So, ah, hier auch. Also wenn man steht, dann... Aber auch hier. Hier ist von hinten recht zugänglich gemacht. Ja, ist gut. Heute kannst du irgendwie nichts mehr sagen, ohne dass es nicht zweideutig klingt. Okay, was? Hours. 9 to 8 MF, 11 to 6 SS. Hm. Ah, okay. Montag bis Freitag, Monday to Friday und Saturday, Sunday. Und was haben wir hier? Kommen wir auf die heißen Bikes drauf? Nee. Was ist das? Okay. Ja, ist ein bisschen... Also, ich fand Downhill nicht ganz so verwinkelt. Und die Ventilatoren gehen, natürlich. Und auch das hier. Wir haben 69 Grad. Genau. Ja, Stepper funktioniert. Oder nee, Laufband. Stepper. Was passiert mit dem Handtuch? Es bewegt sich, aber wenn ich brauche, nichts passiert. Nichts. Hier komme ich auch nicht durch. Komme ich hier? Ich gehe erst weiter außen. Oh, der Pool ist auch ein bisschen staubig. Ein bisschen ist gut. So. Wo geht's jetzt hier hin? Ah, okay, hier. Ist so ein... Ah. Verstehe. Trickshot Spot. Naja. Oh. Ja. Was haben wir hier noch? Ein paar Stühle, nichts Besonderes. So, und jetzt würde ich sagen, ab durch die Mitte. Genau. Ist aber abgesperrt. So, und wir gehen wieder. So. Natürlich. Apropos natürlich. Und das ist jetzt so eine Sache. Von unten kommt man nicht hoch. Nee, sieht so aus. Man kommt hier von unten nicht nach oben. Das heißt, das ist jetzt wirklich nur ein Spot, der entweder nur von Frontschüssen ja, weggeholt werden kann oder einfach hier, zack, Claymore hin. Und dann kannst du hier gammeln. Und dann kannst du hier gammeln. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Okay, was haben wir hier? Ach du großer Gott. Wie alles einfach mal voller Sand ist. Das ist übrigens ein Gemälde von mir, beziehungsweise eine Statue. Wollte gerade sagen, ist keine Frau. Kann man hier irgendwo hin? Nee. Und Kaputtbarglas. Das ist Windows 9.
war Windows 9. Jetzt ist es das neue Samsung Tab HD von Apple. So, wo kommen wir hier hin? Mmh, yam. Genau, Steintexturen in den Tablet-Dingern. Genau, würde ich auch so machen. So, wo geht's hier jetzt hoch? Wie kommt man übers Dach runter? Oh oh. Jetzt weiß ich auch, wo es von hier herging. Okay. Da kommt man nicht hier hoch. Kommt man da. Ja, klar kommt man da rüber. Aber nicht, wenn man Tobi heißt. Für die ist das nämlich gesperrt. Kommt man nicht rüber? Was? Ne, man bleibt hier in der Luft hängen. Das ist ja super. Ah, hier kannst du auch schön, ne? Ja. So viel dazu. Okay, Mirage war das, ne? Ja. Elektrisch. Okay. Es steht unentschieden. Hm. Ja, okay, da muss man halt gucken, wie sich das entwickeln wird letzten Endes. Wobei mir Downhill da besser gefiel. Gebe ich zu. Hydro. Ja, ich habe gehört, das soll vom ganzen DLC, ausgenommen jetzt der Zombie-Modus, die beste Map sein. Da gucken wir ganz einfach mal, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Das sehen wir dann jetzt. So, ja, klasse. Können wir so lassen. Abschluss bestätigt. Oh Gott, hier regnet's. Was mir gefällt, ist, dass in Black Ops 2 die Maps trotzdem recht farbenfroh sind. Ah, und das wird dann aufgemacht, ne? Ey, das ist richtig geil. Mit dem Wasser hört sich gut an. Sieht auch halbwegs vernünftig animiert aus. Naja, also halbwegs. Okay. Ich glaube, da warten wir mal, bis hier der Wasserstrom losgeht. Muss ich da eigentlich irgendwas machen? Moment mal. Beende das gerade nochmal und mach jetzt mal eben Zeitlimit auf, keine Ahnung, 5 Minuten. Rückzug. Und dann rennen wir hier nochmal ein bisschen rum. Weil ich würde gern sehen, wie die Map dort überschwemmt wird. Wäre mal ganz lustig. So, mal einfach mal 5 Minuten. Starten das Ganze nochmal. So. Hydro. Der Name ist ja eigentlich an sich ganz in Ordnung. Aber das muss man dann halt sehen. Der Indus Pakistan. Das ist Abschluss bestätigt. Gut, und dann, ja, probieren wir das Ganze noch einmal. Tötet sie alle oder kehrt nicht zurück. Tötet sie alle oder kehrt nicht zurück. Huch. Was ist denn das für ein Bug? Wuss. Wuss. Das ist ja aber auch Logik. Ach was. Ist nicht wahr. Oh, guck mal. Und Sachen. Alter, wenn man hier so läuft, treibt man hier? Nee. Kann man hier nach unten? Ich bezweifle es leicht. Wobei, da passiert ja nicht so viel, oder? Naja. Ah, das hier, die Strömung, die ist egal, ne? Okay. Erstmal ausnahm. Okay, die Map sieht groß aus, wenn es bis dahinter geht. Okay. Hier ist jetzt überall Wasser. Hier kann man überall runterfallen.
Okay. Oh. Was? Wow! Und jetzt ist die Strömung wo... Los. Ah, jetzt ist die Strömung zu stark. Moment, da will ich gerade nochmal hin. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Wo bin ich? Okay, das war gerade nur das eine Mal. Ah, das ist ja geil. Finde ich cool. So, wir gehen mal weiter außen rum. Da kann man überall runterfallen. Okay, eine Leiter. Kommt man nicht hoch. Wo geht's hier hin? Okay, das nochmal ein bisschen. Na, okay, kann man vielleicht. Ist das von oben offen? Nee, sonst hätte ich. Na, okay, hier kann man auf Vorräte warten. Vielleicht ist dazu gedacht. Okay. Die mussten sein. Okay, kommt man nicht durch. Ah, okay. Was ist denn, wenn jetzt so eine heftige Strömung kommt und ich hier stehe? Das würde mich mal interessieren. Und wo geht's hier? Oh nein. Sag mir jetzt nicht, dass man hier... Na okay, gut. Das mag noch gehen. Ich laufe mal weiter ein bisschen im Untergrund rum. Okay, also der Map-Aufbau gefällt mir soweit. Ja, ödes Haus. Wo geht's hier hoch? Treppen sind immer nichts Gutes. Ja, okay, gut. Hier kann man sich von Fenster zu Fenster bebetteln. Ist keine allzu große Distanz. Okay, das geht in Ordnung. Er ist nur so dumm. Naja. Kann ich hier drauf? Ja. Und dann auch hier. Ah, okay. Das funktioniert. Geht das auch umgekehrt? Na, nee. Wird schwierig. Aber so geht's. Na gut. So. Und das war eigentlich auch schon größtenteils die Map. Jetzt gucken wir gleich nochmal, ob vielleicht zum Ende hin nochmal so ein Wasserstrom. Ah. Wow. Und jetzt ist die Strömung anscheinend heftig. Und jetzt legt sie sich so langsam wieder. Das ist cool. Das gefällt mir. Die Map an sich sieht auch recht gut aus. Die Camper-Spots sind so verteilt, dass man jetzt nicht auf eine ultralange Range irgendwie da weggemanscht wird. Okay. Dann würde ich sagen, wäre es das damit. Aber, ja, eine Map wartet noch auf uns. Und das wäre die Dingens-Map. Hier, ne? Und so. Der Skaterpark. Skaterpark, yeah! So, ich würde sagen, das gucken wir uns dann jetzt auch nochmal an. Und dann schauen wir mal. So. Grind. Und ich glaube, wie ich gehört habe, eine absolute Head-Glitch-Map. So. Dann gucken wir mal. Das interessiert mich jetzt. Also die Map, sieht, denke ich mal, auch am interessantesten aus und hat eigentlich auch das interessanteste Gimmick von allen, oder? Venice Beach, USA. Prohibit. Prohibit. Okay. Dann gucken wir mal. Na, das wird ja lustig. Ich kann mir vorstellen, dass der Skaterpark recht verwinkelt ist. Dann haut mal rein. Okay, fangen wir erstmal hier an. Und das hier. So, was? Oh. Na okay, hier kann man noch von rechts so halten. Ne. Gehen wir erstmal hier weiter. Kommt man hier. Oh, hier kommt man. Alter! Hallo, was soll das?
weiter. Hier kann man auch nur auf den Bänken da rumlaufen. Was ist denn das? In 2025 gibt es also keine Waschbecken mehr mit. Oder was soll, ist das eine Toilette hier? Na klar, es ist eine Toilette. Aber das verstehe ich. Warum liegt da eine Brille? Ein Tropfen. Ein guter Tropfen auf dem Klo. Und hier die Toiletten alle mit so... Ja, okay, es wird halt dem Motto von Black Ops 2 Zukunft gerecht. Okay. Aber jetzt kannst du ja Fernsehen gucken beim Pissen. Cool. Kann man hier irgendwie draufdrücken? Oh. Naja. Okay, hier dann wahrscheinlich der Gegner spawnen. City News. Okay. Also hier gibt es viele Sachen, so kleine Sachen, wo man drauf kann. Ja, sowas hier halt, ne? Das ist schon elendig dreist. Ah, okay. So eine Skater-Schanze kommt man... Naja, man kommt nur bis hier. Und dann geht's hier nach unten und hier nach oben. Was? Genau. Okay, fährst du dann so hoch? Bis dann hier? Kann ich das runterschießen? Nein, fahr doch! Fahr! Fahr! Nee, gerade sollst du fahren. Mensch. Scheiß Skateboard. Na komm. Rollt das einfach. Frechheit. Gelandet. Oh, komm ich da? Ich komm da hoch. Ah. Na okay, man kann hier nicht drüber gucken. Das ist geil. Das ist gut gemacht. Das ist geil. Okay, jetzt sind wir wieder hier an unserem Spawn. Gehen wir noch ein bisschen durch die Mitte. Oh. Ganz fiese Ecke. Oh. Ganz fiese Ecke. Alter! Ist der nicht wichtig? Oh nein! Das ist ja leicht dreist. Jetzt weiß ich, warum hier so viele gesagt haben, es ist Head Glitch Pro Hobbit. Roll. Trucks. Ja, sehe ich auch so. Nix. Okay, wo kann man jetzt hier noch hin? Oh nein. Oh. Ja, okay, hier kann man das Headglitch-Ding jetzt ein bisschen überwachen, aber hier gibt es dann bestimmt so von dem Fenster da so hier. Kann ich mir doch vorstellen. Oh Gott. Okay, also diese Map ist, denke ich mal, die verwinkelste von allen. Sehr komplex mit sehr, sehr vielen Orten, wo man sich dann halt wirklich mal einfach, also hier ist jetzt gerade ein schlechter, aber hier vorne zum Beispiel. Wo man dann halt einfach mal so machen kann. Das ist schon, das ist sehr, sehr eklig. Auch hier, direkt das nächste Mal. Also das ist, puh. Hier drin war es jetzt auch und dann halt hier diese ekelhafte Ecke. Das wird doch Camper anziehen. Hier so. Kriegst du die von da drin und die von hier. Ja, hier kannst du auch so halb headglitchen. Naja.
Ich würde sagen, ja, wir gucken uns das Ganze dann einfach online an. Ich denke mal, ja, diese Woche gibt es 2 Black Ops 2 Videos, also dann heute am Dienstag. Wenn ich es aufnehme, ist es... Also, ich nehme es jetzt nicht am Dienstag auf, aber ich muss das ja sagen, damit es so klingt. und dann am... Ja, wann machen wir das? Machen wir das am Freitag? Dann machen wir Mittwoch Assassin's Creed 3. Donnerstag! Geh ich direkt. Also, wird wahrscheinlich Montag Minecraft Monday kommen. Am Dienstag dann hier dieses Video. Am Mittwoch Assassin's Creed 3. Donnerstag WWE 13, WWE 13. Und dann am Freitag machen wir Black Ops 2 Live Commentary. Und am Wochenende gibt es wieder PES. Und vielleicht am Sonntag noch eine TL-Folge oder Black Ops 2 Live. Gucken wir. So, Mädels, in dem Sinne, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Call of Duty Black Ops 2. Mädels, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssi.